Wir sind heute wieder zusammengekommen, um uns wieder der Ideallinie zu widmen. Und zwar fahren wir heute in die italienische Toskana nach Mugello. Viele haben sich schon gewünscht, endlich Mugello, das Mekka des Motorradfahrers, oder wie du es so schön sagst, oder wie auch immer. Ne? Das ist der Chris. Servus. Servus Chris. Ich bin der Matthias, wir kennen uns schon, wir machen gar nicht lange rum. Wir gehen sofort in das Tracksheet und schauen uns die Linie an. Kommt rein. Ja, Mugello natürlich noch ganz kurz zu erwähnen, MotoGP-Strecke, ich weiß gar nicht, ob die noch Ferrari gehört, Ferrari hat zumindest auch früher viele Tests gemacht, für mich ein absolutes Highlight der Saison, wenn ich dort unterwegs bin, ich liebe diese Strecke. Ja, kann ich nur bestätigen. Okay, gehen wir los, die endlange Start-Zielgerade, machen wir mal von der Mitte aus oder von der wirklichen tatsächlichen Start-Ziellinie aus. Wir sind hier relativ nah an der Boxenmauer, an der Seite, beschleunigen hoch bis in den sechsten Gang, versuchen hier wirklich rechts zu bleiben, vor allem können wir hier auch die markierten Linien, diese farbigen Streifen von der Boxenausfahrt noch mit überfahren, um hier so gerade wie möglich um diese hohe Kuppe im sechsten Gang bei 300 oder noch mehr km/h drüber zu kommen, damit wir hier auf den Anschluss der ersten Rechtskurve wirklich schön von außen hin rankommen. Also wir sind hier wirklich voll am Anschlag, das ist sehr schnell, man bremst, aber man kann auf jeden Fall nach der Kuppe bremsen, das müsste ungefähr irgendwo hier sein, das funktioniert, dass man hier bremst. Ich weiß gar nicht, ist der Anhaltspunkt, hast du da einen, die Curbs? Nee, sind zu spät. Irgendeine Linie geht über die Strecke, wo ich bremse. Also ich habe es eigentlich immer so gemacht, sobald ich über die Kuppe drüber war, habe ich da eigentlich den Anker geschmissen, weil es ist schon sehr, sehr schwierig, hier wirklich auch den Bremspunkt zu finden bei dieser hohen Geschwindigkeit. Ne? Diese Kurve fahre ich dann auch relativ mittig schon an. Ich fahre die nicht wie ein V, sondern ich versuche die eigentlich so mittig anzubremsen und wirklich tief hinein zu bremsen und gehe dann an den Scheitelpunkt ran, den ich auch relativ spät in dem zweiten Drittel der Strecke setze. Also man ist auch hier relativ lange am Curb dann und sollte sich dann am Ausgang auch nicht zu weit oder nicht weiter als die Mitte, beziehungsweise ich schaffe es teilweise auch wirklich hier einfach innen zu bleiben, um den Anschluss vielleicht so einen kurzen Haken schlagen, um den Anschluss auf die nächste links dementsprechend gut zu haben. Also das ist ja wieder eine Opferkurve für die nächste Opferkurve sozusagen, weil hier müssen wir auch wieder etwas Platz opfern. Hier gehen wir kurz ans Gas, es geht aber sehr bergauf. Das heißt, man sieht, wenn man hier ist, den Eingang dieser Linkskurve nicht. Das ist relativ schwierig, weil oft einmal, wenn man dann über den Berg drüber kommt, ist diese Linkskurve sehr überraschend und ich habe hier schon sehr viele geradeaus fahren sehen. Mhm. Also es ist wirklich ein Riesenthema hier. Hier kommt relativ schnell eine Linkskurve, man ist nur ganz kurz am Gas, das ist ein ganz kurzer Moment. Und dann muss man auch wirklich spät einlenken, um hier den Scheitelpunkt auch spät zu setzen, damit der Eingang auf die nächste Rechtskurve einfach wieder passt. Hier ist es wirklich hier immer investieren, investieren, weil die nächste Kurve muss dann hundertprozentig passen. Hier können wir nämlich endlich dann auch wieder mal richtig beschleunigen und zwar indem wir den Scheitelpunkt wieder spät setzen und eine schöne Gerade aus der Kurve heraus haben. Ja, Mugello, eine Strecke mit vielen Opferkurven. Du hattest gerade schon anderthalb oder wenn nicht sogar zwei Kurven benannt. Matthias sagt ja hier, versuchen so gut wie möglich rauszukommen, weil hier geht man relativ, oder nicht relativ, hier geht man hart ans Gas, muss aber trotz des Vollgas wieder versuchen, nach rechts zur Strecke rüberzukommen, weil die nächste ist natürlich wieder eine Linkskurve und was ist es für eine Kurve? Eine Opferkurve natürlich. spät einlenken, Scheitelpunkt relativ spät setzen, um die Kurve herum. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich hier so nochmal ganz kurz einen Gasstoß gebe, ja. Also auf der Stelle ja, hier bin ich mir jetzt nicht sicher, aber jetzt ist es wirklich wichtig, ab da, ungefähr ab hier geht es dann wieder bergab die Strecke und hier mit viel Schwung spät einlenken, um hier rauszuballern. Hier dann wieder die komplette Strecke nutzen,
Da kommst du natürlich automatisch wieder ganz raus an die Strecke, weil jetzt kommt ein richtig geiler Streckenabschnitt, wobei in Mugello wirklich fast alles richtig geil ist. Hm. Du oder ich, Matthias? Ist mir egal. Na, dann mache ich jetzt einfach mal kurz weiter. Hier geht es nämlich dann richtig sauber bergab. Ich lenke hier auch relativ spät ein. Da gibt es auch unterschiedlichste Linien übrigens. Manche fahren die hier dann sehr spitz, manche fahren sie eher weit. Ich fahre sie spitz. Ich fahre sie relativ neutral, möchte ich fast sagen. Also ich ziehe hier spät rein, gebe möglichst Vollgas und ich fahre die relativ mittig an. Ich sage jetzt mal, das ist meine Linie. Matthias, seine ist ein bisschen spitzer. Spielt aber jetzt nicht die Riesenrolle, weil die Rolle, die jetzt kommt oder die wichtige ist, der wichtige Streckenabschnitt kommt jetzt. Man legt hier nämlich auch wieder relativ spät ein und das Gemeine an der Stelle, gefühlt zumindest, die Kurve hängt unglaublich nach außen. Ja, das ist immer so nach links außen, ne? Mhm. Ja, so nach unten. Nach unten einfach. Ja. Du denkst einfach, wenn ich jetzt umlege, dann habe ich eh schon 80 Grad Schräglage, dann bleibt nicht mehr viel übrig, um dann die nächsten Rechtskurven, die du jetzt wieder übernimmst, so schnell wie möglich anzufahren. Ja. Also ich hole jetzt da im Endeffekt auch gar nicht stark nach links aus, sondern fahre die auch dann relativ auf dem kürzesten Weg eigentlich an, um auch durch den kürzesten Weg einfach viel Zeit zu sparen. Und dann musst du natürlich da rangehen, ja. Hier ist es aber relativ einfach dann, weil du im Endeffekt das schön kombinieren kannst. Du gehst hier ran an den Körb, bist hier so richtig am Gas, hier geht es schon bergauf, lässt dich so richtig nach außen tragen, aber da kannst du so richtig aufmachen. Also das ist, glaube ich, Arrabbiata 1, oder? Mhm. Arrabbiata 1. Hier nichts zum Essen ist eine Kurve. Genau. Hier kannst du so richtig, richtig beschleunigen. Es geht hier schon richtig bergauf, nach außen Platz mitnehmen. Und dann kommt diese Rechtskurve an, der muss man eigentlich auch gar nicht stark bremsen. Ne? Mhm. Also das, aber ich versuche halt trotzdem, umso mehr ich hier beschleunige, umso besser ich hier rauskomme, umso besser oder umso mehr müsste ich hier bremsen. Und ich versuche halt zumindest so Oberkörper hoch reinlegen und ein bisschen die Bremse anlegen, dass ich so ein bisschen so Kraft auf dem Vorderrad habe. Weil hier ist eigentlich eine blinde Ecke, weil wenn du hier bist, dann siehst du hier überhaupt nichts. Also es geht so rechts ums Eck hoch und sehr steil bergauf. Aber du musst hier schauen, dass du einfach dementsprechend an diesen Scheitel, an die Kurve, an den Körb rankommst, und sobald du dran bist, kannst du eigentlich schon wieder voll ans Gas gehen, und dieses, weil eben durch das, dass es bergauf geht, verliert man hier relativ schnell Schwung, und eben deswegen nur kurz runter, nur leicht die Bremse antappen, um ein bisschen Last auf dem Vorderrad zu haben, und sobald du am Körb ran bist, sofort wieder voll ans Gas, um diesen Bergaufstück einfach dementsprechend die Sporen zu geben mit der Leistung der Maschine. Und dann kannst du hier eigentlich dritter und vierter Gang nochmal ziemlich ausnutzen. Also sicherlich eine der Schlüsselstellen hier, wo man viel Zeit gewinnen oder eben verlieren kann. Jetzt gibt mir der Matthias wieder die nächste Kurve. Das ist eine Opferkurve, die Rechtskurve hier. Geht's wieder bergab? Ab da geht es wieder bergab. Ja, also Mugello, ein Auf und Ab der Gefühle. Hier relativ spät wieder einlenken. Irgendwie wiederholt man sich dann doch immer wieder. Ne? Ja. Spät einlenken. Ich fahre sie, glaube ich, im dritten Gang. Versuche, so gut es geht, an der rechten Fahrbahnseite zu bleiben. Um dann auch hier wieder mit Geduld. Und dann schnell umlegen und hart ans Gas, um die nächste Gerade, die immer noch leicht bergab geht, so viel Schwung und so viel Beschleunigung aufzubauen, wie es irgendwie geht. Hier kommt man in der Regel auch wieder ganz nach rechts rüber, um dann gleich wieder unter Volllast, unter Vollgas nach links rüber zu ziehen, weil die nächste eigentlich eine Doppelrechts ist. Ja, also das ist dann wieder unsere beliebte V-Kurve. Und da ich für die Opfer zuständig bin, ist der Matthias für die Faust zuständig. Ich mag lieber die Faust als die Opfer, weil Opfer ist irgendwie uncool. Das ist eigentlich Investitionskurve. So. Das stimmt. Aber kann man sich besser merken, Opfer? Opfer ist so Hartz-IV-mäßig. Aber wir sind ja seit Neuestem sowieso Hartz-IV-empfänger. Weil die Kameraausrüstung so teuer war. Wir können uns nichts mehr. Wir reden jetzt auch bloß noch über Theorie, weil Praxis können wir nicht mehr umsetzen, wir haben kein Geld. Deswegen sitzen wir jetzt jeden Tag da und zeichnen irgendwelche Linien ab. Im Keller und frieren uns ein Popo ab. Ist so kalt, wie es kann.
Auf jeden Fall, ja, wir kommen auf, das ist von oben, also wenn du hier bist, siehst du diese Kurve eigentlich nicht wirklich, weil es einfach nur bergab rechts irgendwie runter geht ins Loch rein. Das verleitet auch zum zu früh bremsen, aber man kann hier wirklich spät bremsen, weil man im Endeffekt hier wirklich auch wieder eine Gerade am Eingang der Kurve machen kann und die Kurve wirklich schön in einem V fahren kann, sich wirklich hinaustreiben auf der Bremse zu lassen und so richtig spät auf der Bremse sein, um hier wirklich, hat man wirklich Zeit genug, Geschwindigkeit abzubauen. Und je nachdem, wie ich schon öfters gesagt habe, je nachdem, wie schnell oder wie langsam du hier reinkommst, lässt du dich nach außen tragen, weiter oder weniger. Ne? Aber hier hast du wirklich Platz zum Zeit abbauen. Und hier ist jetzt wieder wichtig, dass du das Motorrad schön zurückbringst zu dem Curb. Und der ist hier relativ spät und du musst auch hier dann innen bleiben. Also du kommst hier zurück. Da ist übrigens die Ducati-Tribüne, glaube ich, hier oder hier. Wo immer viele Leute stehen, weil da ist die Brücke, da kommen die relativ schön drüber und da mag man natürlich auch keine neue Linie finden. Also du musst ja wirklich schauen, dass du hier dran bleibst, also hier nicht weggehen, sondern dran bleiben. Ich bin hier im zweiten Gang, den nutze ich einfach gerne, um hier mehr Eingangsbremswirkung am Hinterrad zu haben und beschleunige hier kurz im zweiten weg, schalte aber sofort dann hoch auf diesem kurzen geraden Stück in den dritten zum Eingang für die Schikane, die dann relativ schnell ist eigentlich. Schikane, das ist eigentlich mehr so eine Links-Rechts-Kombination, die man als große Schikane in dem Fall sehen kann. Wobei man hier in der ersten, in der Links von der Schikane schon etwas Geduld braucht. Ja. Zumindest geht es mir immer so, ich würde immer lieber viel früher ans Gas, aber dann geht einem hinten der Platz aus. Ja. Und hier ist auch wichtig, das zu treffen und auch wieder vom Gas ein bisschen runter zu gehen, minimal, dass das Vorderrad wieder ein bisschen Last hat. Und bis man den Punkt hier auch trifft und dann sauber hier raus beschleunigen kann. Das ist hier eigentlich ein bisschen schlecht aufgezeichnet vor dem Sheet an und für sich, aber es ist dann so, dass du hier im dritten Gang wieder raus beschleunigst und hier hast du außen an dieser Stelle, ungefähr in dem Bereich, hast du eine sehr gemeine Bodenwelle drin. Ja, kennst du die Bodenwelle? Ich kann nicht mehr sehen. Ja, also da ist es schon so, also war letztes Jahr auf jeden Fall noch so, da war auf jeden Fall eine wirklich krasse Bodenwelle, die gern auch das Hinterrad ein bisschen in Unruhe bringt. Also versuch hier so gerade wie möglich rauszukommen. In dem Fall musst du halt hier dementsprechend Zeit investieren, damit du hier wirklich schön gerade rauskommst. Und obwohl Mugello sehr lang ist und um die 2 Minuten sind wir doch schon fast wieder am Ende dieser Runde. Weil die Stadt Ziel so lang ist. Genau. Etwa, wo genau, kann ich jetzt gar nicht sagen. Irgendwo in dem Bereich geht dann die Strecke wieder bergab und die Linkskurve auf Stadt Ziel gefühlt hängt auch nach außen. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt fahren wir erstmal in die Kurve rein. Ich lasse mich hier nicht ganz nach außen, beziehungsweise ich fahre nicht ganz nach rechts. Ich fahre so, ich sag mal, ein Drittel lasse ich Luft und versuche aber dann so spät wie möglich hier zu bremsen. Und hier habe ich zumindest meine Erfahrung gemacht, dass die Leute hier immer viel zu früh bremsen, weil sie die nächste Kurve eben rund fahren. Und ich bremse sehr spät und mache wieder unsere berühmte V-Kurve. Nutze also hier wirklich noch das Bremsmoment so weit wie möglich mitzunutzen. Weil natürlich, das kann man sich vorstellen, jetzt kommt eine Gerade, die ist, glaube ich, über 1 Kilometer lang. Ja. Und je besser man hier rauskommt, desto schneller ist man am Ende und desto schneller ist natürlich auch die Startzielgerade, die Startziellinie da. Also wieder hier ein V. Und da geht es jetzt wieder extrem bergab. Und da geht es extrem bergab. Aber jetzt hat man hier auch wieder die Besonderheit eines wahrscheinlich MotoGP-Kurses, weil hier am Ausgang, naja, hier ist irgendwo die Boxeneinfahrt, sage ich mal. Mhm. Und die Curbs gehen aber sowohl davor als auch danach. Auf jeden Fall kann man hier beim Rausbeschleunigen. Mir passiert es leider Gottes wirklich zu oft, dass ich zu spät beschleunige. Mhm. Weil hier kann man die Curbs voll mitnehmen. Volle Kanone drüber. Natürlich nicht, wenn hier gerade einer aus der Box fährt. Deswegen immer wichtig, Hand heben, wenn jemand rausfahren will. Ja, schon sind wir wieder auf Startziel und knallen über die Curbs die Startziel gerade runter. Das war eine Runde in Mugello. Ja. Was ich noch kurz ergänzen möchte, zumindest ich war jetzt
dreimal in Mugello. Okay. Und dadurch, dass die Strecke so lang ist, in der Regel wird man ja Ende Stadt Ziel mit der schwarz-weiß karierten Flagge abgewunken und fährt die Runde zu Ende. Das machen sie in Mugello ein bisschen anders. Und zwar ist hier so ein Übergang, also kein Übergang, sondern einfach eine Straße. Ja, so eine Kreuzung, also die kreuzen da rein direkt. Genau. Ja. Und die holen einen dann hier, wo es wieder bergab geht, schon runter, damit man schneller in der Box ist und dass man eben diesen ganzen Rattenschwanz hier hinten nicht mehr fahren muss und die nächste Gruppe fahren kann. Finde ich allerdings beim Rennen nicht so toll. Weil wie wir letztes das Rennen gehabt haben, da ist hier abgewunken worden, das Rennen. Und du bist halt wirklich, ich war bis hier im Zweikampf und dann fährst du hier raus und stellst den Motor ab. Ja, du hast wenig Erholung. Ja, genau. Absolut. Also und für den Motor. Würde ich da schon gerne der Bremse und dem Motor halt dann einfach noch diese komplette Runde einfach als Abkühlung geben. Und so bist du gleich draußen und musst den Motor abstellen. Und 30 Sekunden vorher bist du gerade mal durch die Ziellinie gefahren. Okay. Ja, da hast du nicht Unrecht. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile in dem Fall. Richtig. Alles klar, das war's mit Mugello. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt's unten in die Kommentare. Wir versuchen das natürlich auch irgendwie so gut wie es geht zu beantworten. Ansonsten gebt's einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Schaut's auch beim Chris auf der Seite vorbei. Ich verlinke es unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Ciao.